Willkommen zum zweiten Video der Playlist Med-Ansätzen in kleinen Schritten zum großen Ziel. Falls ihr die Playlist noch nicht kennt, hier oben verlinke ich euch sie. Schaut euch gerne zuerst das erste Video an. Ich mache jetzt hier mit dem Einspieler weiter. Ich stelle euch in diesem Video alles vor, was ihr meiner Meinung nach vom Ansetzen des Meds bis zur Flaschenabfüllung braucht. Und verlinke euch auch alle Artikel unten in der Artikelbeschreibung. Das sind nicht immer eins zu eins die ich hier vorstelle, aber sie sind mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Und das sind Affiliate-Links, sprich, wenn ihr Artikel darüber kauft, tut ihr mir bzw. dem Kanal hier etwas Gutes. Für euch wird der Artikel oder werden die Artikel aber nicht teurer. Auf Zutaten für den Ansatz gehe ich hier nicht ein, darauf kommen wir in einem späteren Video. Gleich vorweg möchte ich euch von Komplett-Sets abraten. Ihr werdet bei diversen Herstellern Komplett-Sets für die Weinherstellung und für die Metherstellung finden. Die sind tatsächlich niemals komplett und heißen eigentlich nur so, weil sie entweder komplett Schrott sind oder euch im Laufe der Herstellung des Meds oder Weins komplett frustrieren oder in den Wahnsinn treiben. Natürlich lockt bei Komplettsets der günstige Preis. Das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man sich so ein Komplettset kauft, sind die Artikel darin in Summe immer günstiger als die einzeln gekauften Artikel. Es sind aber sowieso nie alle dabei, die ihr braucht. Und seien wir ehrlich, einige Sachen in diesen Komplettsets sind so billig, dass ihr die wahrscheinlich beim Auspacken schon in die Tonne kloppt. Das heißt, ihr kauft die Teile sowieso nach. Und dann auch direkt in brauchbarer Qualität. Ich verlinke euch, wenn ich welche finde, ein paar Sets unten in der Artikelbeschreibung, aber seid gewarnt, lasst die Finger davon. Ihr braucht unter anderem ein Reinigungsmittel. Da empfehle ich euch Starsun oder Chemie Pro Oxy. Beides steht da hinten im Regal und da ich mir jetzt hier so zugebaut habe, komme ich nicht dran. Deswegen beides braucht ihr sowohl zum Reinigen und Desinfizieren der Gerätschaften und der Gärbehälter vor dem Ansetzen, als auch zum Reinigen aller Dinge nach dem Ansetzen und nachdem der Met fertig ausgegoren bzw. abgefüllt ist, müsst ihr natürlich auch die Gärbehälter reinigen. Dann können Löffel nicht schaden. Löffel habe ich jetzt natürlich keine hier zum Zeigen. Jeder hat schon mal einen Löffel gesehen. Solche Schöpflöffel helfen auch, brauche ich euch auch nicht verlinken. Kennt jeder. Je nach Größe eures Ansatzes oder bzw. auch schon ab einem 5-Liter-Ansatz ist ein Braupaddel deutlich besser als ein einfacher Löffel, weil die halt eine größere Rühr Paddelfläche haben und wenn sie nicht wie meiner hier abgebrochen sind, haben die auf der Rückseite meistens auch noch einen Löffel. Die gibt es aus lebensmittelechtem Plastik. Die gibt es aber auch für die noch etwas größeren Ansätze aus Holz. Ja, ich habe hier eins aus Eichenholz. Das ist, wie ihr seht, recht groß. Ja, passt aber sogar aufs Bild. Ich liebe dieses Ding. Also damit könnt ihr mit ordentlich Kraft im Gäreimer auch festen Honig nach und nach auflösen, aufhacken und naja, ihr könnt euch sicher vorstellen, was damit so machbar ist. Eventuell braucht ihr auch noch einen Topf zum Auflösen von dem Honig oder einen lebensmittelechten Eimer. Je nachdem, was ihr für einen Gärbehälter nehmt, braucht ihr den Topf oder den Eimer oder auch nicht. Da kommen wir später zu. Was ihr dann auf jeden Fall braucht, ist eine Feinwaage. Ich zeige euch die mal. Das ist halt so ein Teil, ne? Da stellt man was drauf und da kann man hier dann abwiegen, was es wiegt oder ablesen, was es wiegt. Eine Waage kennt jeder. Der Vorteil dieser Feinwaage ist halt, dass sie in 0,1 bzw. die hier sogar in 0,01 Gramm Schritten wiegt und das auch schon ab dem 0,01 Gramm. Das ist wichtig, weil ihr zum Beispiel nach der Gärung das Kaliumdisulfid, also das Schwefelpulver, abwiegen müsst, um den Met zu schwefeln. Die Dosierung davon ist 1 Gramm auf 10 Liter. Das solltet ihr nicht übertreiben, beziehungsweise solltet ihr nicht überschreiten. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen 5 Liter Ansatz macht, braucht ihr 0,5 Gramm von diesem Zeug. Wenn ihr einen 30 Liter Ansatz macht, braucht ihr immerhin schon 3 Gramm. Aber auch die 3 Gramm sind mit der herkömmlichen Küchenwaage schwer abzuwiegen, denn ich weiß nicht, wie eure Küchenwaage funktioniert, aber alle, die ich bisher in der Hand hatte, da könnt ihr was draufstellen und die Dinger fangen erst an, so bei 6 bis 10 Gramm überhaupt was anzuzeigen. Und
Da möchte ich auch anzweifeln, dass die wirklich dann auf ein Gramm oder auf ein halbes Gramm, was sie nicht mal anzeigen, genau sind. Deswegen unbedingt eine Feinwaage besorgen. Hilft auch fürs Abwiegen vom Hefenersatz. Dann natürlich Messbecher. Also so ein Liter Messbecher hat mit Sicherheit jeder zu Hause. Kleiner ist auch ganz gut fürs Kieselsol, nachher für die Klärung. Kommen wir alles später zu in späteren Videos. Oder wenn ihr irgendwelche anderen kleinen oder wenigen Mengen abwiegen wollt, Hefe zum Beispiel oder Hefenersalz oder was auch immer. Diese kleinen Dinger sind echt super, kriegt ihr auch überall. Messbecher kann man sich auch in 5 Liter oder so besorgen. Das ist tatsächlich praktisch, wenn man mit größeren Ansätzen hantiert, braucht ihr für den ersten Met natürlich nicht. Ihr seht da so einen Messbecher aus dem 1-Euro-Laden. Da ist eine Skala drauf für 1 Liter. Und ich möchte euch davor ein bisschen warnen, denn die 1-Liter-Skala von dem hier ist zum Beispiel bei 1,2 Liter. Also wenn ihr einen Messbecher habt, stellt ihn idealerweise auf eine Küchenwaage und füllt da 1 Kilo Wasser rein und guckt mal, ob dieses 1 Kilo Wasser dann auch wirklich bei 1 Liter ist. Wenn nicht, macht euch einen entsprechenden Strich bei 1 Liter und schaut dann bitte direkt auch, dass ihr einen beim halben Liter oder so macht. Oder schmeißt den weg oder legt ihn auf Seite und kauft euch einen anderen Messbecher, wo die Skala stimmt. Wo wir bei Waagen sind, ihr braucht natürlich auch eine Waage, um den Honig abzuwiegen. Da tut es eine Personenwaage oder eine Paketwaage. Ich persönlich nutze eine Paketwaage, einfach weil die mir das Gramm genau anzeigt. Dann braucht ihr noch unbedingt eine Mostwaage bzw. ein Hydrometer. Das ist so eine kleine Spindel hier. Die blende ich euch am besten auch mal in einem separaten Bild ein. Und zwar hat die hier oben eine Skala, idealerweise in Brix bzw. Grad Brix. Und hier unten auch idealerweise ein Thermometer. Diese Dinger helfen euch nämlich dabei, den Zuckergehalt eures Ansatzes bei Gärstart zu bestimmen. Das ist wichtig, damit ihr feststellen könnt, ob ihr vielleicht doch viel zu viel Honig oder viel zu wenig Honig zugegeben habt. Sprich, der Zuckergehalt stark von dem abweicht, was er sein sollte, nämlich um die 26 bis 28 Grad Brix. Aber dazu kommen wir, wenn wir den Met ansetzen. Sehr hilfreich ist die auch zum Bestimmen des Gärendes. Auch da kommen wir im entsprechenden Video zu. Nehmt wirklich am besten die ich euch verlinkt habe oder wenn ihr eine andere nehmt, unbedingt eine mit einem Thermometer und einer Skala, die bis mindestens 28, besser 30 Brix geht. Das Thermometer ist wichtig, weil diese Dinger auf 20 Grad Celsius ausgelegt sind, also auf eine Messung bei 20 Grad Celsius. Ist euer Ansatz wärmer oder kälter, weicht die Messung vom richtigen Wert ab. Und ihr habt hier unten bei dem Thermometer eine Korrekturskala. Wenn euer Met kälter oder wärmer als 20 Grad ist, müsst ihr das Messergebnis angesichts dieser Skala hier korrigieren. Da steht eben drauf, um wie viel ihr die Skala korrigieren müsst. Bei Kunststoffgärbehältern oder generell bei Behältern mit weiter Öffnung könnt ihr die Spindel einfach zum Messen in dem Ansatz versenken. Habt ihr Gärballons mit kleiner Öffnung, kriegt ihr die Spindel zwar rein, aber natürlich erstmal nicht wieder raus. Deswegen ist so ein Messzylinder ganz hilfreich. Da kommt eben dann eure zu messende Flüssigkeit, also euer Ansatz rein. Dann kommt die Mostwaage rein und dann könnt ihr das Ergebnis ablesen. So, stellen wir auch mal auf Seite. So, so langsam lichtet sich das hier ein bisschen. Den Messbecher stelle ich auch mal weg. Achso, Trichter. Also natürlich habt ihr mit Sicherheit auch daheim, je nach Gärbehälter, also bei Gärballons oder bei Gärflaschen, ist so ein Trichter sehr hilfreich. Der hier hat sogar ein eingebautes Sieb. Das heißt, ihr könnt damit direkt feine Partikel raussieben. Ganz praktisch. Ohne Sieb tut es aber erstmal auch. Ja, dann sind wir auch schon bei den Gärbehältern. Ich habe hier mal zwei hingestellt. Ein Gärfass von Speidel und einen Gäreimer von Bovin. Falls ihr euch fragt, was hier gerade drin ist, schaut euch dieses Video an, da verrate ich es euch. Das Thema Gärbehälter ist so ein umfangreiches Thema, da könnte ich tatsächlich ein eigenständiges Video zu machen. Und ich sage könnte, ist eigentlich gelogen, ich habe sogar eins gemacht, ich verlinke euch das hier oben. Und nun gebe ich euch einfach die Kurzform davon.
Ihr solltet zwei Gärbehälter haben. Einen etwas größeren, einen etwas kleineren. Wenn ihr den Met nach der Gärung von der Hefe abzieht, bleibt der Bodensatz im Behälter zurück. Das heißt, das Volumen des Ansatzes nachher ist geringer als vorher. Das heißt, damit ihr Oxidation vermeidet und möglichst wenig freien Kopfraum hier oben in dem Behälter habt, sollte der zweite Behälter etwas kleiner sein als der erste. Als kleiner Spoiler, der Ansatz, den ich mit euch hier in dieser Playlist später ansetzen werde, wird ein Endvolumen von ungefähr 7 Liter haben. Also ich meine damit das Endvolumen vor dem Abzug von der Hefe, also nach der Gärung. Das heißt, ihr bräuchtet für die Gärung einen am besten 10 bis 12 Liter Behälter und als Behälter für nach dem Abzug von der Hefe einen 5 Liter Behälter. Beides habe ich euch unter anderem unten verlinkt. Ihr könnt natürlich auch nur mit einem Gärbehälter arbeiten, wenn ihr das unbedingt wollt, und den Met nach der Gärung erstmal in den Topf oder in den Kanister abziehen. Dann könnt ihr den Gärbehälter reinigen und dann müsst ihr aber natürlich den Met dann nochmal aus dem Zwischenbehälter wieder in den Gärbehälter reinfüllen. Nachteil dabei, ihr müsst zweimal umfüllen, ihr habt viel zu viel freien Kopfraum und das bringt euch ordentlich viel Sauerstoff in den Met. Der kann euch die Aromen kaputt machen, der kann pappigen Geschmack in den Met einbringen und sehr viele Bakterien und Pilze, die ihr nicht wollt in eurem Ansatz, leben von Sauerstoff. Ich rede hier zum Beispiel von Schimmel oder Essigbakterien. Beides wollt ihr nicht in eurem Met haben. Also wie gesagt, empfehle ich euch zwei Gärbehälter, idealerweise aus Kunststoff und unbedingt mit Ablasshähnen. Ich weiß nicht, seht ihr die hier? Also sowohl der Eimer als auch der Speidelbehälter haben einen Ablasshahn. Wenn ihr sie nicht benutzen wollt, sei es drum, aber falls ihr sie doch benutzen wollt, kauft sie wenigstens mit, dann wisst ihr, sie sind dran und ihr könnt sie jederzeit benutzen. Es gibt immer noch viele Leute, die denken, wenn ich den Ablasshahn benutze, kommt doch der ganze Bodensatz mit. Muss nicht sein. Später in der Playlist zeige ich euch auch, wie ihr das vermeiden könnt, beziehungsweise beweise euch sogar, dass dem nicht so ist. So, jetzt habe ich gesagt, zwei Gärbehälter und auch idealerweise aus Kunststoff. Jetzt könnt ihr sagen, Glas ist doch viel besser und ich traue Kunststoff nicht, ich hätte lieber Glas, da kann ich auch reingucken und was gegen Glas spricht, wir schalten mal zu einem Video in die Vergangenheit. Auch nicht verkehrt, aber halt auch aus Glas. Bei Glas muss man immer ein bisschen aufpassen. Da sind wir auch schon beim größten Nachteil von Glas. Ja, also das war natürlich gestellt. Die Gärflasche wurde während den Dreharbeiten nicht verletzt und ich habe sie auch aus der hintersten Ecke ausgegraben, deswegen sieht die auch so staubig aus. Sie lebt noch. Wenn ihr dann einen Behälter habt, braucht ihr natürlich auch irgendwas, um den Behälter reinigen zu können. Reinigungsmittel habe ich euch ja schon empfohlen. Falls ihr euch tatsächlich für einen Gärballon oder für Gärflaschen entscheiden solltet, braucht ihr eine Ballonbürste. Das ist sowas hier, gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist sowas für, ich glaube, ab 10 Liter. Je nachdem, welchen Glasballon ihr kauft und wie groß der ist, braucht ihr eine entsprechende Ballonbürste. Bei diesen kleinen Gärflaschen hier habt ihr natürlich mit dieser riesen Ballonbürste ein Problem. Kleiner Tipp, da tut es auch so eine Heizungsbürste. Kennt ihr bestimmt, so eine kleine Bürste. Es sieht aus wie eine Flaschenbürste, nur viel länger. Die könnt ihr auch zurechtbiegen, wie ihr wollt. Und damit könnt ihr überall hier in dieser Flasche säubern, bis alles sauber ist. Bei Gäreimern und bei Speidelgärbehältern und anderen Gärbehältern mit großer Öffnung kommt ihr mit dem Arm und mit der Hand wunderbar rein. Da tut es eine Wurzelbürste. Die hat mit Sicherheit jeder von euch daheim. Wurstelbürste. Naja, egal. Hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich stehe auf dem Schlauch. Schlauch. Ihr braucht natürlich auch einen Schlauch, besser sogar zwei Schläuche zum Abziehen nach der Gärung und zum Abziehen nach der Klärung. Und natürlich auch zum Abfüllen. Ihr braucht Silikonschläuche, wie gesagt zwei. Und nehmt hier bitte nichts aus dem Aquarienbedarf oder aus dem Baumarkt. Es sei denn natürlich, im Baumarkt gibt es lebensmittelechte Silikonschläuche, dann schlag zu, wenn es die auch noch in der richtigen Größe gibt. Die Dinger aus dem Aquarienbedarf scheinen auf den ersten Blick mit Sicherheit gut zu sein, aber die sind eben für Wasser gedacht. Die sind nicht für den Kontakt mit Alkohol
oder mit Säure bzw. Fruchtsäure gedacht. Ihr wisst nicht, welche Aromen oder Schadstoffe Alkohol oder Fruchtsäure aus den Dingern rauslösen könnt. Deswegen sein lassen und besser Silikonschläuche kaufen. Die sind auch viel biegsamer und tun einen wunderbaren Zweck. Ich meine solche Silikonschläuche hier. Der ist jetzt ein bisschen kurz und zum Abziehen nicht geeignet. Aber wenn ihr die in der richtigen Größe, also in der richtigen Dicke kauft, passen die auch wunderbar direkt auf die Ablasshähne von den Gäreimern und von den Speidel-Gärbehältern. Bei den Speidel-Gärbehältern passt auf, dass ihr die NW10-Hähne kauft und nicht die NW15. Aber das steht, wenn ihr das kauft, dabei. Und bei den kleineren Behältern sind sowieso immer die NW10-Hähne dabei. Die sind etwas dünner, die NW15 sind ein bisschen dicker. Da habt ihr mit den Schläuchen keine Chance. Das nur am Rande. Die Schläuche, die ich euch empfehle, haben einen Durchmesser von 10 x 15 mm. Das heißt, die haben einen Innendurchmesser von 10 mm und einen Außendurchmesser von 15, also eine Wandstärke von 2,5 mm. Ihr könnt auch 10 x 16 kaufen, dann haben die eine Wandstärke von 3 mm. Das ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und ihr solltet von diesen Silikonschläuchen mindestens 2 Stück in je mindestens 2 Meter Länge haben. Und es sollten auch wirklich 2 Meter sein. Spart hier nicht am falschen Ende. Mit einem kurzen Schlauch habt ihr nur Probleme. Weiter. Kauft auch keinen Silikonschlauch, der zwar die 10 mm Innendurchmesser hat, aber eine geringere Wandstärke hat. Ich zeige euch auch direkt, warum. Ich habe nämlich hier einen mit der dicken Wandstärke und hier einen mit einer etwas geringeren Wandstärke. Ich versuche das mal so nebeneinander zu halten. Vielleicht seht ihr das hier in der Kamera. Ansonsten kriegt ihr gleich ein Foto von mir eingeblendet. Schaut mal, ob ihr das hier seht. Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt passt mal auf, wenn ich die beiden knicke. Der dünnwandige Silikonschlauch ist schon eingeknickt. Der ist also so dermaßen geknickt, da geht nichts mehr durch. Während der andere Silikonschlauch, der dickwandigere, durchaus noch weiter offen ist und auch in dem Radius, ihr seht, ich habe die ja beide gleich gehalten, auch in dem Radius geht hier noch Flüssigkeit durch. Was euch das Leben auch noch wunderbar erleichtert beim Abziehen und beim Probenehmen, ist so eine Spritze. Die habe ich euch auch unten verlinkt. Die gibt es in jeglicher Größe. Ich finde die mit 200 ml ganz gut. Damit könnt ihr zum einen eine Probe nehmen. Und wenn ihr mit der Spritze nicht in den Behälter reinkommt, ist da auch immer noch ein Infusionsschlauch dabei, nenne ich ihn mal. Damit könnt ihr zur Not auch aus einem Glasballon eure Probe nehmen. Wie gesagt, erleichtert euch diese Spritze auch das Abziehen. Das zeige ich euch dann in dem entsprechenden Video. Dann habe ich hier noch ein Thermometer. Der Ansatz darf bei Hefezugabe nicht zu warm sein. Und deswegen sollte man das natürlich mit einem Thermometer kontrollieren. Ich denke, jeder von euch hat ein Thermometer zu Hause. Da brauche ich nichts weiter darüber zu erzählen. Dann hätten wir natürlich noch ein Gärröhrchen mit einem Stopfen, passend für euren Gärbehälter. Ich bin ja schon öfter gefragt worden, wofür dieses rote Käppchen hier oben drauf ist. Das kann man einfach abziehen, das ist nicht luftdicht, aber das sorgt noch zusätzlich dafür, dass hier in dieses Gärröhrchen erst gar keine Fliegen oder irgendwas reinkommen. Die Fliegen können zwar auch nicht hier durch diese Windung durch, aber was hier oben nicht reinkommt, macht euch hier erst gar kein Problem. Und jetzt gibt es bei diesen Gärröhrchen etwas, das man wissen muss. Ich habe hier mal noch eins ohne Silikonstopfen. Die Dinger sind in der Herstellung recht billig. Oder anders gesagt, werden sie auch ziemlich billig und schnell und einfach hergestellt. Die werden nämlich einfach in eine Form gegossen. Und alles, was in eine Form gegossen und nachher wieder rausgenommen wird, hat einen Gießgrad. Das ist nämlich ein kleiner Plastikgrat, der sich um dieses ganze Ding herumzieht. Der ist teilweise sogar etwas scharfkantig. Und hier unten, nämlich, also das Gärröhrchen kommt ja so in den Gummistopfen. Und hier ist auch an beiden Seiten so ein Gießgrat dran. Der ist teilweise so ausgeprägt, dass er euch zwischen Gärröhrchen und Gummistopfen einen Spalt erzeugt. Und das heißt, die Gärkohlensäure geht
hier durch den Spalt teilweise raus und ihr seht kein verlässliches Ergebnis, also kein vernünftiges Blubbern in dem Gärröhrchen. Ich versuche mal, ob ich euch das akustisch zeigen kann. Ihr seht, wenn ich hier mit dem Finger drüber gehe, habe ich hier so einen richtigen hässlichen Gärgrat. Den blende ich euch hier auch mal ein. Ja, den könnt ihr ganz einfach entfernen, indem ihr mit einem Küchenmesser hier mal drüber geht oder mit ein bisschen Schleifpapier, dass das einigermaßen rund ist, dass sich das so anhört. Nicht so. So, ich glaube, abgesehen von dem Lappen habe ich euch jetzt alles gezeigt, was man so braucht. Lappen kennt ja auch jeder von euch, ne? Saugfähige Mikrofasertücher. Da hat mir meine Mutter mal einen 10er-Pack von geschenkt. Danke dafür. Ja, Lappen. So, dann haben wir alles und wir sehen uns dann im nächsten Teil der Playlist wieder. Bis dann. Tschüss.